Was ein schöner Morgen. Ich würde dem Ganzen 9 von 10 geben. Die Kulisse ist super, ich habe meinen Kaffee, aber da schlafen wir und da ist gerade eine Riesenbaustelle und die reißen einfach die Straße auf. Auf diesem Channel reden wir oft über das Studieren und welche Arbeit damit verbunden ist. Und jetzt reden wir mal über genau das Gegenteil. Urlaub. Nun erstmal, ich und Laura, wir sind gerade im Paradies angekommen, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und zwar in Slowenien. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das ein so schönes Land ist, aber dazu mehr. Und zwar erstmal gehen wir darauf ein, wo kann man eigentlich und wie kann man Urlaub machen. Nachdem ich jetzt in meinem Studienende angekommen bin, würde ich sagen, ich habe ziemlich oft Low-Budget Urlaub gemacht. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen too Low-Budget. Aber dementsprechend habe ich ein paar coole Erfahrungen gemacht. Und wir fangen erstmal an mit Hotel. Hotel ist nicht Low-Budget und war auch eigentlich nie was für mich, deshalb weiter. Ferienwohnung. Ferienwohnung ist eine saucoole Sache, gerade wenn man mit mehr Leuten unterwegs ist, wird die relativ billig. Und was auch ganz cool ist, wenn man die zum Beispiel über Airbnb oder so mietet, hat man meistens auch mit dem Besitzer, also mit Locals, Kontakt. Und wie hier zum Beispiel, sind die Besitzer einfach direkt im Haus daneben. Das heißt, wir können sie ungefähr alles fragen. Die haben uns erzählt, wo der nächste Supermarkt ist. Die haben uns erzählt, wie man am besten in die Stadt kommt, wo die schönsten Wanderstrecken sind. Und solche Informationen sind halt wirklich, wirklich wertvoll, weil man halt nur ein paar Tage an so einem Ort bleibt. Dementsprechend kann ich euch das wirklich nur empfehlen. Ferienwohnung und dann über Airbnb oder sonstiges. Und gerade diese Low-Budget-Ferienwohnungen, also wir haben hier zum Beispiel auch welche gefunden, da hätte man im Heu schlafen können, auf einem Dachstuhl. Saugeil! Sicherlich ein bisschen unbequemer als ein Hotel. Also da könnt ihr auch tatsächlich schon so ein bisschen abwägen bei Airbnb, ob ihr jetzt wirklich nur eine reine Wohnung, wo ihr einen Schlüssel bekommt, haben wollt oder wo ihr ein bisschen mehr Kontakt mit Locals haben wollt. Und hier ist es sogar so ein Mischmasch zwischen Ferienwohnung und eigentlich ja Campen, weil wir haben halt wirklich nur diese kleinen Holzdreiecke. Da sind zwei Matratzen drin und das war's. Und ansonsten müssen wir uns alles mit den anderen Leuten teilen hier. Es sind noch mehr Leute da. Und wie gesagt, fördert einfach den Kulturaustausch. Aber es gibt natürlich auch noch mehr Sachen zu tun. Denn die nächste Sache, die die Deutschen für sich gefunden haben, ist das Wegfahren mit einem Van. Und zwar mit einem Camper. Und ich muss sagen, es ist echt cool. Ich hatte auch die Möglichkeit, das mal mit einer Firma auszuprobieren für eine Woche. Und es hat wirklich, wirklich Bock gemacht. Vorteil ist natürlich, ihr habt euer Haus immer dabei. Also so ein bisschen wie eine Schnecke. Ihr könnt überall rumfahren, ihr könnt pennen. Da gibt es verschiedene Apps, wie zum Beispiel Park4Night. Da kann man eben Campingplätze antangieren, kann schauen, ist es kostenlos, wie viel kostet es. Und ja, und dann kann man halt einfach irgendwo pennen und dann am nächsten Tag wieder weiterfahren. In Deutschland ist das offizielle Schlafen ja in solchen Vans nicht erlaubt. Aber wie gesagt, gerade durch solche Campingstellen, die dann offiziell dafür erlaubt sind, ist es halt top. Wie es in anderen Ländern ist, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass Italien es zum Beispiel relativ streng handhabt. Aber ansonsten müsste man sich halt damit auseinandersetzen. Vorteil da ist natürlich, man ist unglaublich flexibel. Man kann fast überall pennen. Da ist der Vorteil auch, wenn, wie gesagt, vier würden schon in so einen Van passen, dann wird es relativ auch billig. Ja, es ist eine andere Art, Urlaub zu machen, definitiv. Also viel hektischer in meinen Augen, weil man halt regelmäßig ab- und aufbaut und sowas und jetzt nicht einfach frühs die Ferienwohnung verlässt. Aber dafür ist halt doch wunderschön, bei einem abgelegenen Campingplatz einfach die Türen aufzumachen und dann ist man einfach im Wald. Da gibt es auch ein paar Anlaufstellen, zum Beispiel Paul Camper ist eine Seite, dafür mieten Privatpersonen ihre Camper an andere Leute. Ansonsten gibt es noch Firmen, wie zum Beispiel Roadsurfer und Camper Boys. Das sind jetzt noch die, die mir einfallen. Falls ihr da Interesse habt, checkt das mal ab. Wie gesagt, eigentlich nicht ganz billig für Einzelpersonen, aber je mehr Leute, ihr wisst schon. I found that photo in the sofa, and it's from way back in the one. So I guess there's much I never told you, like who I am, who I love. So, und zwar gibt es noch eine richtig, richtig coole Möglichkeit, und zwar Couchsurfen. Das habe ich persönlich ziemlich viel früher gemacht. Mittlerweile hat sich das ein bisschen durch Corona geändert. Das ist halt zu einer kostenpflichtigen Plattform geworden. Da kann ich jetzt noch nicht sagen, wie viel tatsächlich Interaktion darüber läuft. Aber Couchsurfen im Großen und Ganzen läuft so, dass man selber seine Couch anbietet oder ein Bett oder ein Gästezimmer, whatever. Und dann können eben Reisende dort schlafen.
und das Ganze läuft einfach nur über kulturellen Austausch. Nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, vielleicht nicht Österreich, aber nehmen wir jetzt mal Norwegen. Da war ich jetzt öfter und da ist halt einfach so, man kann bei Norwegern schlafen, man lernt die Kultur kennen, man redet mit denen, man verbringt den Abend. Es sind halt oft auch, ich würde mal sagen, eher jüngere Menschen, eher auch Freigeister unterwegs und dann sitzt man halt einfach abends am Lagerfeuer, trinkt ein Bierchen, spielt Gitarre, irgend sowas. Und das ist, ich muss echt sagen, da sind ein paar so coole Freundschaften dadurch entstanden. Aber man muss natürlich immer höflich sein, man muss auch dem anderen quasi etwas entgegenbringen, einen Kulturaustausch, man sollte reden, man sollte offen sein über seine Kultur, über die Interessen, über all das Ganze. Und ich fand das immer sau cool. Es ist tatsächlich auf langfristige Sicht anstrengend, also 3-4 Tage hintereinander Couchsurfen kann für die Zunge schon ziemlich anstrengend sein. Aber man lernt halt einfach eine Kultur so viel schneller kennen, als wenn man einfach nur im Hotel rumdümpelt. Und am Ende ist das Ding komplett kostenlos. Also wirklich, man bekommt halt nur eine Couch oder eine Matratze oder sowas, aber man kann halt komplett kostenlos in einem anderen Land schlafen. Ja, und teilweise nehmen sie sich sogar Zeit für einen und man kann dann halt durch die Stadt mit denen, die können irgendwelche Attraktionen zeigen, man unternimmt was gemeinsam. Echt eine schöne Möglichkeit, einfach neue Menschen kennenzulernen. Und ich glaube auch schon, das ist ziemlich viel Input, gerade wenn man halt irgendwie reisen will. Deshalb am besten, wie gesagt, mit mehreren Leuten, da spart ihr euch immer Geld. Und dann kommt es natürlich auch noch auf die Länder an. Und wir sind jetzt gerade in Slowenien, weil wir A, das Land nicht kennen und B, weil es halt einfach echt schön ist. Als nächstes geht es für uns auch noch nach Kroatien und dann schauen wir mal. Nun, die letzte Sache, die man halt noch erwähnen muss, ist, wir sind immer noch in einer Pandemie. Aber ich würde sagen, jeder hat eigentlich mittlerweile so viel Wissen, um mit Corona umzugehen. Denn wenn man gerade einfach FFP2-Masken konstant trägt, hat man eigentlich fast kein Risiko mehr. Und dann ist eigentlich egal, wie welches Land es wie handhabt. Wie gesagt, man kann sich einfach selber schützen. Aber hoffentlich ist das ganze Thema bald eh nicht mehr so relevant. Wir genießen jetzt noch mal ein bisschen unseren Urlaub. Deshalb Leute, bis zum nächsten Mal. Peace!